So, willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, unser neues Projekt steht bereits da. Das Wetter macht mal heute wieder super mit. Deswegen entschuldigt die Windgeräusche. Um was für ein Fahrzeug handelt es sich hier? Das ist ein BMW X5 von 2007, 4,8 Liter V8 Motor. Das Fahrzeug ist aus den USA importiert und es ist ein Unfallfahrzeug. Das Fahrzeug wurde bei Copart ersteigert, aber das Fahrzeug hat einen Clean Title. Das heißt, es ist nicht einer von den normalen Salvage Title Fahrzeugen, die dann quasi komplett abgeschrieben wurden in den USA. Nein, das Fahrzeug hat einen Clean Title und von daher ist es das perfekte Projektauto. Und zwar soll das mein neues Fahrzeug werden. Der X3 geht dann an meine zukünftige Frau und das ist mein neues Baby. Es ist viel dran zu machen, den Schaden zeige ich euch gleich. Ich werde das Fahrzeug jetzt herrichten, den Unfall reparieren, aufbereiten, diverse Dinge verbauen. Die Farbe wird höchstwahrscheinlich geändert werden, da Silber jetzt nicht so mein Ding ist. Das Fahrzeug soll wieder ein NBT-Navigationssystem bekommen und ich fahre den X5 mal hier rein. Es ist katastrophal, wenn ich dieses Wetter seit Tagen. Katastrophe. Ich fahre den Wagen jetzt hier rein und hoffe, dass es ein bisschen windgeschützter ist. Und dann schauen wir uns den X5 einmal an. So, dann legen wir einmal los. Hier, das ist der Wagen und das ist der besagte Unfall. Scheinwerfer ist kaputt, der muss neu, der Kotflügel muss natürlich auch neu, da haben wir aber bereits einen neuen im Kofferraum, das zeige ich euch gleich. Die Stoßstange, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber vielleicht kommt die auch neu im Paket. Und wie man sieht, der Rahmen ist okay, kein Frame Damage, das seht ihr jetzt natürlich nicht. Der Rahmen ist soweit okay. Hier haben wir eine Beule auf der Motorhaube. Das sieht man auch hier. Alles etwas lockerer. Sonst sieht er von vorne eigentlich ganz in Ordnung aus. Dann dieser Scheinwerfer ist natürlich schon komplett matt. Ach ja, der X5 kommt aus Kalifornien, ist dann nach Nevada verkauft worden und wurde dann jetzt über lange Umwege hierhin importiert. Die Felgen haben, glaube ich, Allwetter- oder Winterreifen drauf, sind eigentlich in Ordnung, aber die Felgen wurden mit schwarzem Plastidip besprüht und ja, was soll ich sagen, ihr seht es selbst, das muss ab. Natürlich handelt es sich hier um ein US-Paket, logischerweise. Hier haben wir auch eine Beule. Rundum hat der Wagen ein paar kleine Kratzerbeulen. Die Scheiben sind rundherum getönt. Das hier müssen wir natürlich abmachen. Von innen zeige ich euch den gleich. Wir haben LEDs unter den Handgriffen, einklappbare Spiegel, Dachgepäckträger. Allerdings, wenn wir hier ein richtiges Problem haben, das Ding abzukriegen, weil wir haben keinen Schlüssel dafür. Und ja, ich hoffe, ich finde diesen Schlüssel in diesem Fahrzeug irgendwo. Wenn nicht, ja, dann Prost Mahlzeit. Weil auf Dauer dranbleiben sollen die auf jeden Fall nicht. Dieser Reifen ebenso. Das ist natürlich ein Vor-Facelift-Modell, sieht man hier an den Rückleuchten unter anderem. 8-Zylinder-Benziner-Endtopf, fragwürdiger Aufkleber und fragwürdige Emblemauswahl oder Überklebung oder was auch immer. Man sieht auch sehr schlecht lackiert oder Plastik gedippt. Das heißt, wir versuchen das auf jeden Fall heute noch runterzukriegen. Ja,
und im Großen und Ganzen von außen war es das schon. Die Frontscheibe hat einen Riss, die müssen wir auch austauschen. Und überall diese komischen Klebereste, Aufkleber von der Auktion und alles. Muss alles noch runter. Lustigerweise ist das BMW-Emblem sogar in einem guten Zustand. Ja, ich würde sagen, schauen wir mal in das Fahrzeug rein. So, wir haben getönte Scheiben vorne und hinten rundherum. Die getönten Scheiben vorne müssen für den deutschen TÜV ab. Wir haben komische, kaputte Türknöpfe. Wir haben Wurzelinterieurleisten, die leider auch schon bessere Tage gesehen haben. Sonst ist der innere Zustand eigentlich ganz okay. Er ist komplett dreckig. Das ist auch nicht meine Art. Also der Wagen wird auf jeden Fall direkt gereinigt, komplett aufbereitet. Aber der Zustand innen ist dem Alter entsprechend wirklich in Ordnung. Die Knöpfe hier sind teilweise nicht abgegriffen. Das Lenkrad ist sogar auch noch in Ordnung. Das Armaturenbrett ist in Ordnung. Ja, wir haben doch einen abgegriffenen Start-Stopp-Knopf, klar. Die amerikanische Ausführung. Wir haben ganz normal Klimaautomatik. Den Knopf habe ich irgendwo reingetan, weil er abfiel. Ein ganz normales CCC-Radio. Und zwar hat diese Ausstattung ein Radio Professional auf CCC-Basis. Das heißt, das Ding hat gar kein Navi drin. Das wusste ich beim Kauf auch nicht, habe ich jetzt erst entdeckt. Ist aber nicht schlimm. Das ist der kleine Monitor und alles und das alte CCC-System. Das fliegt sowieso raus. Natürlich haben wir den schönen, moderneren Schalthebel mit Sporttaste. Einen wunderschönen, fast nagelneuen Schlüssel. Und natürlich wunderschöne Getränkehalter. Außerdem haben wir einen CD-Wechsler und das war es eigentlich schon. Ledersitze mit Sitzheizung, Bergabfahrhilfe, eine Taste für den Kofferraumöffnung, DTC-Taste. Das war's auch. Wie so alle Amerikaner hat auch dieser Amerikaner kein PDC. Das ist leider Gottes in solchen Autos Standard aus Amerika. Auch hier ist diese Aufkleberwahl schon wieder sehr fraglich. Ah, ja, gut. Lass uns mal lieber drauf. Wird alles gemacht. Wir haben einen schwarzen Dachhimmel. Das Fahrzeug hat ein Sportpaket und ein Panoramadach, welches sich aktuell aber noch nicht öffnen lässt. Und ja, genau, was habe ich ganz vergessen? Der Wagen hat ein Top-Hi-Fi-DSP-System. Also die teuerste Soundanlage, die man konfigurieren konnte in dem Baujahr 2007. Was wir auch noch haben, ist ein Kompass im Spiegel. Ihr könnt das erkennen. Und den typischen Garagentoröffner, den man natürlich nicht braucht. Außerdem hat er eine Heißlandausführung. Was das genau bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da er ja in Kalifornien ausgeliefert wurde, wurde für da extra für diese heißen Temperaturen irgendwas eingestellt, irgendwas anders gebaut. Weiß ich nicht. Werde ich noch sehen. Gucken wir mal auf die Rücksitzbank. So, auch hier der Zustand im Allgemeinen gut. Wir haben sogar DVD-Player in den Kopfstützen. Mit irgendeiner fragwürdigen CD. Der auf der Beifahrerseite funktioniert leider nicht, der hier schon. Allerdings muss hier nochmal geguckt werden, das ist alles nicht mehr so. Skisack haben wir auch. Braucht natürlich auch wieder kein Schwein. Ist umgeklappt, weil das ist der besagte Kotflügel. Außerdem haben wir eine dritte Sitzreihe. Das heißt, wir haben hier einen Siebensitzer. Hier kann man das Ganze einmal hochklappen. Und dann kann man daraus einen Siebensitzer machen. Ob man das braucht, kann man jetzt natürlich wieder darüber streiten. Noch diverse andere Dinge. Schade, das muss man hier alles noch machen. Naja, kriegen wir hin. Und dann schauen wir mal hinten rein. Wir haben natürlich hier eine geteilte Heckklappe. Das ist der Verstärker der Top-Hi-Fi-Anlage. Ja, sonst ziemlich viel Chaos. Muss einmal alles aufgeräumt werden, einmal alles aufbereitet werden. Wir haben hier nämlich schon eine neue Batterie von Varta verbaut, da er aus irgendeinem Grund mit irgendeiner viel zu kleinen Batterie zu mir kam und daher fast nie gestartet ist. Die Heckschussstange ist leider auch kaputt. Schauen wir mal unter die Haube. Wie wir hier sehen, ein 4,8 Liter V8 Motor. Motor läuft gut, ist in einem guten Zustand. Aber es müssen einige Dinge gemacht werden. Keilriemen muss gemacht werden.
Zündkerzen und der übliche Service halt. Alle Öle müssen getauscht werden, so wie man es halt kennt. 355 PS mit einem 6-Gang-Automatikgetriebe. Was auch noch zu erwähnen ist, was gemacht werden muss, ist der Unterboden. Der hat ordentlich gelitten. Teil der Unterbodenverkleidung fehlt schon. Und da hinten sieht man, dass Teile komplett, hier ein paar Plastikteile, die Seite ist in Ordnung. Die andere, da müssen ein paar Teile ausgetauscht werden. Dass dieser Unfall vorne höchstwahrscheinlich im Gelände passiert ist, dementsprechend auch Clean Title, kein Service Title, weil es keine Versicherung bezahlt. Hier sehen wir nochmal die Abgasanlage. Das Differential sieht auch noch super aus. Das Fahrzeug hat Dynamic Drive und hinten Luftfederung. Das Standard ist bei der dritten Sitzreihe. Kommen wir zu der To-Do-Liste, was muss alles gemacht werden. Technik ganz klar, alle Öle, Keilriemen, Spannrollen, Bremsen vorne, Zündkerzen, Querlenker gegebenenfalls. Rückleuchten, da es ein US-Modell ist, blinken die Rückleuchten rot. Der Scheinwerfer, ist ganz klar. Kotflügel haben wir bereits, gegebenenfalls die Stoßstange. Beim X5 ist das ja, dass der Kotflügel deutlich größer ist und die Stoßstange etwas kleiner. Wagenheberaufnahmen, da fehlen 3 Stück. Die Unterbodenbeschädigung muss natürlich repariert werden. Felgen müssen neu, die sind hässlich. Die Heckstoßstange, PDC-Nachrüstung, steht auf dem Plan. Könnte man gebrauchen, Rückfahrkamera genauso, kommt aber dann mit dem NBT gemeinsam. Verkleidung, Heckdeckel und diverse Seitenteile. Kleidung sind teilweise kaputt. Und hier die Zierleiste vom Kotflügel, die haben wir noch nicht. Der Start-Stopp-Knopf, diverse Clips, zum Beispiel die Tür hier. Da müssen die Clips auf jeden Fall neu. Die Türknöpfe, hier hält er noch, ja, aber die sehen echt scheiße aus. Das Parkemblem am Schalthebel. Die Kopfstütze Fahrer-Beifahrer, weil kommen die Monitore raus, bleiben die Monitore drin. Die NBT-Navigation. Im Großen und Ganzen eine große Liste. Aber eins nach dem anderen werden wir dann erstmal die technischen Sachen reparieren und die optischen Sachen vom Unfall und Unterboden und so weiter und so weiter. Und dann größere Umbauten wie das MBT, die Rückleuchten für die TÜV-Vollabnahme müssen natürlich schon vorher. Da bauen wir natürlich direkt auf Facelift um. Das wäre dann die Bestandsaufnahme gewesen. Jetzt waschen das einmal, weil so kann das definitiv nicht bleiben. Und bauen dann mal eine komplette Front auseinander, machen die ganzen hässlichen Aufkleber ab, räumen Sachen aus dem Fahrzeug raus und suchen den Schlüssel für die Dachträger. Los geht's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal, abonniert die Instagram-Seite, die jetzt hier eingeblendet ist. Geht auf unseren Online-Shop und schaut euch mal unsere Produkte an. Vergesst nicht, arbeitet härter und bis zur nächsten Episode.